Seid ihr bei Amnesty aktuell? Es geht ja heute um Intersex und da stellt sich natürlich jetzt gerade angesichts des 8. November, als das Bundesverfassungsgericht die Möglichkeit gegeben hat, dass ab jetzt bei generell überall ein drittes Geschlecht angegeben werden kann, worum es eigentlich auch in diesem Beschluss geht. Und dazu hat Juliane mit dem angehenden Juristen Tobias gesprochen und wird uns nun in einem Interview eben präsentieren, was es mit dieser Rechtsprechung auf sich hat. Im Studio begrüße ich jetzt Tobias Krone, einen angehenden Juristen, mit dem ich mich heute über den Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 10. Oktober unterhalten möchte. Ja, die erste Frage an dich lautet natürlich erstmal, was beinhaltet überhaupt dieser Beschluss? Zunächst einmal die Feststellung, dass die aktuelle Regelung zum Geschlechtseintrag im Geburtenregister verfassungswidrig ist. Bisher gab es ja die Option, dass man den Eintrag über das Geschlecht des Kindes freilassen kann, das genügt aber laut dem Gericht nicht. Und auf die Verletzung welchen Grundrechts wird jetzt dieser Beschluss gestützt? Zum einen auf das sogenannte allgemeine Persönlichkeitsrecht, das insbesondere auch die geschlechtliche Identität schützt. Zum anderen auf Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes, den sogenannten besonderen Gleichheitssatz, der verbietet die Bevorzugung oder Benachteiligung wegen des Geschlechtes. Und was ist jetzt besonders interessant oder neu an dem Beschluss? Naja, das Gericht hat vor allem zwei Fragen beantwortet in dem Beschluss. Erstens, dass der Eintrag des Geschlechtes, anders zum Beispiel als vom Bundesgerichtshof argumentiert, sehr große Relevanz hat. Einerseits ist es so, dass man sich im alltäglichen Verkehr zwecks Identifizierung sehr häufig mit dem Geschlecht auseinandersetzen muss. Zum Beispiel im deutschen Pass, in der elektronischen Gesundheitskarte oder auch durch die Vorlage der Geburtsurkunde bei Behörden oder Gerichten für das Studium, für Prüfungen, für die Bewerbung beim öffentlichen Dienst, für die Ernennung in Beamtenstand und so fort. Deshalb ist bereits durch die aktuelle Regelung, dass bei intergeschlechtlichen Menschen das Feld freizulassen ist, das allgemeine Persönlichkeitsrecht verletzt. Zum Zweiten hat das Gericht klargestellt, dass Artikel 3 Absatz 3, wo von Geschlecht die Rede ist, weiter zu fassen ist als Artikel 3 Absatz 2, wo es von Männern und Frauen heißt. Artikel 3 Absatz 3 meint also nicht nur Männer und Frauen, wie vorher von einigen angenommen. Okay. Und gibt es jetzt bestimmte Vorgaben, die das Bundesverfassungsgericht gemacht hat, was die Eintragung des dritten Geschlechts ins Geburtsregister angeht? Also ich habe da einen Artikel gelesen und da war von der sogenannten positiven Eintragung des Geschlechts die Rede. Was ist denn damit gemeint? Positive Eintragung bedeutet schlicht mehr als ein bloßes Offenlassen, wie es bisher möglich war. Ah, okay. Denn sonst ist eben die Identitätsbildung oder Identifikation als Person erschwert. Was die Neuregelung anbelangt, betont das Gericht mehrmals, dass genauso gut die völlige Streichung des Merkmals als Anforderung für das Geburtenregister möglich ist. Der Gesetzgeber ist also nicht gezwungen, die positive Eintragung vorzusehen. Sollte er das machen wollen, statt die völlige Streichung vorzusehen, gibt das Gericht ihm auch keine Vorgabe für die Formulierung dieser Eintragung. Okay, gut. Was würdest du denn sagen, gab es bestimmte Ereignisse im Vorfeld, die zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts geführt haben? Also kann man sagen, dass es eine bestimmte Sache gab, die den Sinneswandel, wenn man so will, ausgelöst hat? Nun ja, es ist eigentlich nicht wirklich ein Sinneswandel aus Sicht des Gerichts. Das Bundesverfassungsgericht hat sich ja in den Ende der 70er zum ersten Mal mit der Frage von Transsexuellen auseinandergesetzt und seitdem immer wieder in verschiedenen Entscheidungen mit diversen verfassungsrechtlichen Fragen, die um das jetzige Problem gewissermaßen herumgelagert sind. Aber mit dieser Frage, soweit ich das überblicke, noch nie. Insofern kann man von Sinneswandel nicht sprechen. Okay. Als Anlässe kann man vielleicht sagen, dass es im Zuge des letzten Personenstandsrechtsreformprozesses diverse Stellungnahmen von verschiedenen Organisationen gab, zum Beispiel dem Deutschen Ethikrat oder der Bundesärztekammer oder diversen medizinischen Fachorganisationen. Und diese Stellungnahmen hat das Gericht jetzt auch im laufenden Verfahren wieder herangezogen und alle möglichen Organisationen von der Landesregierung des Freistaats Thüringen bis zum Bundesverband Deutscher Standesbeamtinnen und Standesbeamter um Stellungnahme angefragt und da eben dann sich fachlichen Rat geholt. Ja, du hast gerade schon das Personenstandsrecht angesprochen. Welche Folgen sind denn da nach dem Beschluss zu erwarten? Also man kann jetzt ja einerseits fragen, was wird das der Beschluss für Folgen für Betroffene haben und aber auch, was für Folgen werden für die deutsche Rechtsprechung zu erwarten sein. Also beispielsweise, ob diese Neuerung, die mit dem Beschluss jetzt
kommt, ausschließlich für intersexuelle Personen gilt oder auch für transsexuelle Personen oder genderqueere Personen. Und ja, ist vielleicht eine Personenstandsreform überhaupt in Sicht? Nun, eine Personenstandsreform ist definitiv in Sicht. Der Gesetzgeber muss eine Neuregelung bis zum 31. Dezember 2018 treffen. Und laufende Gerichtsverfahren sind bis dorthin auszusetzen. Mhm. Was die Geltung für transsexuelle und genderqueere Personen anbelangt, muss man sagen, dass das eigentlich keine Kategorien sind, welche das Gericht macht im engeren Sinne. Das aktuelle Urteil bezieht sich darauf, dass Personen, deren Geschlechtsentwicklung gegenüber einer weiblichen oder männlichen Varianten aufweist, die sich aber selbst dauerhaft weder dem weiblichen noch dem männlichen zuordnen, ein anderer positiver Eintrag ermöglicht werden muss. Ob das jetzt Transsexuelle sind oder Genderqueere, ist dem Gericht zunächst einmal gleich. Okay, ja. Gut. Und jetzt vielleicht noch abschließend, was meinst du, was für weitere Folgen noch zu erwarten sind? Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil durch dieses Urteil einige Diskussionen, die bereits seit längerer Zeit im Bereich dieser Frage im verfassungsrechtlichen Diskurs am Laufen sind, gewissermaßen neu aufgekocht werden. Zum einen wird man mittelfristig sicherlich eine grundlegende Reform des Abstammungsrechts vornehmen müssen. Mhm. Das lässt sich relativ einfach versinnbildlichen. Es gibt den Paragraphen im bürgerlichen Gesetzbuch, der die Mutterschaft regelt. Dort heißt es, Mutter des Kindes ist die Frau, die das Kind geboren hat. Mhm. Und man kann sich einfach vorstellen, dass wenn es auch Menschen gibt, die Kinder gebären, aber nicht als Frau im Personenstandsregister eingetragen sind, dass man dann eine Neuregelung im Abstammungsrecht treffen muss. Ja. Und ebenso wird man einige Anpassungen zum Beispiel im Arbeitsrecht, Passrecht oder auch im Eherecht treffen müssen. Es wird da also sicherlich innerhalb der nächsten Jahre Reformvorhaben geben. Gut, dann danke ich dir sehr herzlich für das Interview. Ich bedanke mich.